Der Westerwald ist bekannt als abwechslungsreiches Ausflugsziel für Wanderer. Wer das Wellerland jedoch nicht zu Fuß, aber dennoch sportlich entdecken will, für den ist das Fahrrad vielleicht genau die richtige Alternative. Hierfür finden sich rund um den Wiesensee und andere Sehenswürdigkeiten der Region zahlreiche Fahrradwege. Egal ob eine kleine Radtour nach einem stressigen Arbeitstag oder mehrtägiger Radausflug über das verlängerte Wochenende. Von hier aus ist alles möglich. Radfahren am Wiesensee, rund um den Wiesensee, ist natürlich was ganz Einfaches. Wir haben nur 6 Kilometer, um den See herumzukommen. Aber von hier aus gehen ganz viele Radwege durch den Westerwald, durchs Wellerland, durch den ganzen Westerwald. Hier ist eine Wegekreuzung von der Westerwaldschleife, der Geoparkroute, der Basaltroute. Es gibt aber auch, vor allen Dingen haben wir den Anschluss an die Rheinland-Pfalz Radrunde. In Rheinland-Pfalz gibt es 850 Kilometer Radweg, einmal um das ganze Land, und wir fahren hier vorbei. Die Westerwaldtouristik hat in den letzten Jahren richtig aufgerüstet, damit wir als Radfahrregion anerkannt werden, und hat alles beschildert, was zu beschildern ist. Dabei geht es zwar durchaus bergauf, aber nie so, dass es zu anstrengend wird. Zudem belohnt die Strecke den Fahrradfahrer danach stets mit einer Abfahrt. Der Westerwald mit seiner hügeligen und vielseitigen Landschaft bietet eine Kulisse, in der es nie langweilig wird. Schließlich gibt es auf der Fahrt durchs Wellerland viele Highlights zu entdecken. Wir haben ein paar Highlights hier bei uns. Die Natur-Highlights ist die Holzbachschlucht, der Kranstein. Alles hier in der Nähe, aber wir können auch von hier Orte erreichen. Und ein Highlight an der Strecke, das ist die Basaltroute, ist der Stöffelpark. Der Stöffelpark bei Enspel ist mit dem Fahrrad ganz einfach zu erreichen. Neben der idyllischen Natur gilt es in den vielen kleinen Ortschaften, das beschauliche Dorfleben zu entdecken, wie etwa auf zahlreichen Märkten oder in gemütlichen Cafés. Diese bieten auch stets die Möglichkeit zu rasten. Wer sich dennoch vor dem Auf und Ab im Wellerland scheut und nicht zwischendrin das Fahrrad schieben will, der sei unbesorgt. Die Touristinformation Wellerland hat vorgesorgt und an vielen Orten ausleihbare E-Bikes griffbereit. Ja, eine große Auswahl an Leihfahrrädern im klassischen Sinne haben wir nicht, aber was wir haben E-Bikes, sogenannte Pedelecs, 2 Stück hier vor Ort, 2 Stück in der Touristinformation in Westerburg und 2 im Stöffelpark. Das heißt, wenn ein Pärchen nach einer Voranmeldung einen Tag ausleihen will, auch mal 2, 3 Tage, ist das kein Problem. Man kann sogar mal bis 6 Fahrräder ausleihen. Für einen Tag, dann packen wir die alle zusammen an den Standort, wo man von losfahren will. Bei diesen Voraussetzungen können Fahrradfahrer gar nicht anders und müssen sich auf ihren Drahtesel schwingen. Egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad, das Wellerland ist eben immer einen Ausflug wert.